Okay, dann nochmal als letztes des Tages heute nochmal eine Runde Fate hier. Und mal schauen, wie es uns heute ergeht. So. Ja, ich hoffe mal, das Spiel jetzt nicht gekillt habe. Ja. Ah, ne. Oh, das ist immer mitten hier drin. Also, die gehören zu uns. Ich war jetzt echt erschrocken hier. Okay. So eine kleine Sache, die ich nochmal wieder schauen muss. Sechsunddreißig, wollten wir dann am Ende haben, von den Attributen her. Level 10, Level 11. Level 12, Level 12. Okay. Also wir wollten jetzt hier auf der Seite, denke ich mal, bis Ebene 15 oder so rein, ne? Sind alle noch lang beschworen. Ja, das sollte mal passen hier. Ja, das Zeug auch noch mit. Gut, socketed. Bringt, denke ich, sogar ein bisschen Gold. Ja, eine sehr schlauchige Angelegenheit hier. Scorch. Pillar of Flames. Attack Magic haben wir halt nicht wirklich, von daher bringt es auch nichts mehr das Lernen, aber zum Verkaufen. Selber ein bisschen heilen hier. Okay. Kleiner Unique-Freund hier. Der hat aber nicht so viel Chance gehabt. Grundlegend läuft das ja alles ganz gut. Lick of Flamme. Of Flame. Okay. Müsste, denke ich, wenn ich mich recht entsinne, wahrscheinlich dann der Level gewesen sein, wo wir schon fast durch waren und dann wird das Spiel uns irgendwie wieder abgestürzt. Wir werden halt mal sehen, wie sich das heute so angeht. Ich meine, so normal, jetzt läuft ja eigentlich erstmal alles so. Kann man jetzt ja eigentlich nicht sagen. Das ist ein bisschen normaler Gegner. Es sah sonst wie gefährlich aus hier, das Vieh.
Gut, normal ist so eine Sache. Also, die Gegner sind schon sehr wild gemischt hier, sagen wir mal. Die hat eine Angel, ne? Da kann ich mich, denke ich, auch noch dran erinnern, an die drei. A Small Steel Berry, oder was? Ich lecker, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht zu kommen. Na, große hier mal noch ran. Ach so. Ja. Einmal nochmal draufklicken, reicht ja. Zu spät, hm? Was haben wir hier? Steel Belly. Okay. Aber ich mag halt eigentlich nur die permanenten so richtig. Hier. Ringing Blast Spell. Okay. Ach ja, das war der um uns rum, ne? Die Gegner so ein bisschen zurückschubst und ähnliches. Uiuiui. Gedacht, passiert ja was Komisches. Ich denke, der Rechner hat bloß gerade irgendwas anderes sich ausgerechnet. A trap has been sprung. Okay, dann lass uns mal zurückgehen hier. You enter the portal. Das müsste ja dann theoretisch auch gleich speichern, gehe ich mal davon aus. So, und ihr müsstet ja fast durch sein, ne? Genau. So, lass uns das hier mal noch ein bisschen. Ich hab's denn hier schönes Piercing Damage. Speer. Ja. Haha. Achso, nee, du warst. Hört er mehrere jetzt schon wieder? Nö.
Ich war der Gambling-Dude. Genau. Hm, 62.000. Ja, das ist auch 17.000 hier, Mann. Okay, mit 4 Sockeln wäre er zu haben gewesen. Aber jetzt brauchen wir das auch nicht mehr. Mistiger, ja, genau das warst du. Genau, 36,75, das ist unser Mann hier. 25 Charm Magic Bonus. Da ist noch ein besonderer davon hier, wahrscheinlich noch ein bisschen Damage stellt, aber viele Sachen, die Quatsch sind, weil wir werden den dann nicht hauptsächlich zum Draufhauen nehmen. Da sehen wir, das ist insgesamt ein noch höherer Zauberstab, der gibt insgesamt 32 Level dazu, allerdings halt gesplittet auf Attack Magic noch mit, könnte vielleicht durchaus schon Sinn machen, wenn man von beiden dort ein bisschen was macht. Aber auch halt auch noch höhere Attribute, also 42 Stärke sind schon ganz schön viel. Na gut. Also ich wollte jetzt nochmal schauen, ne? Wolf war neu. Ja, ein Wolf war neu drin, genau. Die hier waren natürlich auch nicht ganz schlecht, ne? Ja, wo wir diese ganz schwachen noch hatten, die hier pro Stufe hier was dazu bekommen haben, ja, das war natürlich ein sehr hoher Level. Die hätten jetzt schon ja Level 80 oder sowas bestimmt fast. Aber gut, sind halt auch, wir haben es uns trotzdem angesehen, sie haben dann trotzdem weniger Schaden und so weiter gemacht und daher passt es auf jeden Fall schon. Achso, der Magic. Erstmal könnten wir natürlich trotzdem noch mal kurz schauen. Das Skeleton ist jetzt zu wenig. Ach, 20 Sekunden ist ja zu wenig und ja, den Gegner da über, dann müssen wir unsere Summon-Slots noch offen lassen, damit das funktioniert. Das bringt uns nämlich einfach nichts. Vier. Group Heal. Na gut, sowas macht vielleicht mal noch irgendwie Sinn. Web. Das ist vielleicht mal eher noch als Angriffsmagie oder sowas nützlich für uns, ne? Nicht was explizit Schaden macht, sondern mehr so diese Geschichten. Jetzt ein paar sagen ja inscribed, aber im Prinzip ist das eigentlich Quatsch. Slow. Und so weiter macht halt einfach keinen Schaden. Ohne dass wir dort
Geschichte voran, also da mehr investieren. Na gut, dann mal weiter hier. You step into the portal. Ausgang haben wir ja schon gefunden. Bis 17 haben die Gegner mittlerweile hier, ne? Ist okay. Aus 60.000 Erfahrung. Das ist schon eine ganze Menge mittlerweile. Man könnte theoretisch, ich meine, wir haben einiges an Geld, dann diesen Fame-Typen irgendwann noch wieder anfragen. Aber, ja. Ja, ob man jetzt hier wirklich bis in die letzten Winkel hier rein muss. Aber gut, ich meine, wenn man so ein paar von diesen Unique-Mini-Bossen dort erledigt, ist auch immer nicht ganz schlecht. Ausrüstung sind wir eigentlich relativ in Anführungszeichen. Ja, so ein paar hier Fire Resist und sowas ist, denke ich mal, okay. Ansonsten, also wir hatten überlegt, ja, dieses HP Recovered, ne, könnte uns unter Umständen was einbringen. Casting Speed, das habe ich ja schon häufiger erklärt. Das Wichtigste sind unsere Beschwörungszauber. Und das ist jetzt eher wenig, dass wir die direkt im Kampf zaubern müssen. Wir sind eigentlich vorbereitet und haben unsere Leute alle dabei. Ja, wir casten mal diese kleine Heilung hier und so, weiß ich was, ne, aber da rennen wir ja auch von den Gegnern weg, also das ist ja wirklich hauptsächlich, wenn man jetzt hier Angriffszauber hier reinballern will. Da macht das schon viel Sinn. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Spellcasting, ne? Ja. Also das würde man sicherlich lernen als Angriffszauber, aber für uns interessiert es eigentlich nicht. Es wird keinen einzigen Skillpunkt, also zumindest, ich weiß nicht, ob wir uns irgendwann mal was anderes dann, was wäre das, aber geben, den wir nicht einfach in diesen Charm Magic Skill dort reingeben. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal ausgemaxt ist. Aber im ersten Teil haben wir ja auch verdammt viel in diesen hier, was war es dann am Ende, Schwert, unseren Skill dort reingeballert. Der war, denke ich, bis zum Ende auch nie durch, ne? Oh, ist einfach explodiert. Schau noch mal kurz, ob es hier unten weitergeht. Ja. Nur wieder hier rum. Hm. Also ganz darunter und dann hier rüber, ne, wahrscheinlich. Na gut, halt hier vor. Gehen wir halt dort noch mal lang. Naja. Und ganz da, na gut, da kann wirklich mal wirklich viel sein. Da ist dann eigentlich schon fast wahrscheinlich das Ende der Map und der Kartenfläche. Die 50 Erfahrung ist natürlich auch nicht besonders viel hier, aber wir hatten vorhin schon auf jeden Fall Gegner, die mehr gegeben haben. A trap has been sprung.
120, okay, zumindest schon mal mehr als das andere. Explosion, ne? Okay. Also ein langer Schlauch mal hier drüben lang. Ja, immerhin so mal 10.000 Erfahrungen oder so, wenn wir schon wieder bekommen haben. Das ist ja schon mal etwas. Wenn alles gut geht, schaffen wir wieder vielleicht diese 5 Ebenen hier. Also diese und dann noch 5 weitere. Ja, 6. Wann geht's noch? Ja, okay. Jetzt haben wir natürlich hier einen kleinen Umweg gemacht. Your stamina is low. Oh, da ist mal einer. Das ist schon mal was wert. Ja, das war ja nochmal hier Refresh oder wie das heißt, wo man sich dann die Ausdauer wesentlich schneller regeneriert. Das würde sich auf jeden Fall mal lohnen. Dann mal runter. Hier haben wir auch einen Dragon Swallow Superior Longbow of irgendwas. Na, den werden wir uns mal holen. Och, gleich wieder den Weg nach unten. So würde natürlich ein Speedrun auch funktionieren. Gleich runter hier. Weil gut. Weiß nicht, wie stark man mindestens kann. Oh. The quest is completed. Da war zumindest keine schwere Aufgabe. Kaum Portal Scroll. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ah, 260 Erfahrung passt. Das sieht doch schon besser aus. Geschossen. Aber das ist auch mal wieder ein bisschen offener hier, die Map. Gefällt mir schon gleich viel besser. Trap has been sprung. Dürfte die Schnecke ruhig fertig machen.
Oder ist das etwa eine Mini-Area? Na gut, ich meine, die Anzahl an belaufbarer Fläche ist ja wahrscheinlich gar nicht so gering. So, mein Emerald Stuff, der kommt auf jeden Fall weg. Ne? Ja. Das kann gar nichts. Spezielles Magier ist hier. So könnten die Level häufiger mal aufgebaut sein. Okay, dann mal wieder raus. Dann gleich mal noch hier. Also wie häufig wir haben die Gegenstände, die irgendwie was Negatives dabei haben. You enter the portal. Ja, auch schon faszinierend. Der rote ist es, ne? Genau. Oder die rote. Fünf Magic. Zwei von dem Skill. 5 Magic. Naja, um den Zauberstab auszurüsten, würde das unter Umständen sogar mehr bringen. Weil das gibt jetzt ja ein Level für die Gegnerstufen dazu, ne? Ich meine. Aber solange wir da nicht da so nah dran sind, dass wir diesen neuen Stab ausrüsten könnten, spielt es noch keine Rolle. Und dann ist es so ungefähr ein einziger Level, ne? Aufheben. Und 14. Es wäre gut, wenn wir noch mal Level 12, 13 bekommen könnten. Hallo. Ja, geht doch. You have received a task. Hier noch mal zum Magiemann. Shrike haben wir, ne? Frost Beetle haben wir auch. Und du bist 30, du bist schwächer wie unsere Wölfchen. Also erstmal nicht. Greater Heal könnten wir lernen. Stiehlt 50% des Schadens. Und heilt den Caster. Okay. Poison Clown. Also Greater Heal ist sicherlich okay. Ne? Wir heilen uns momentan aber so bei 20 oder sowas. Das können wir uns tatsächlich mal herholen. 20 plus 2 pro Level. You have learned a new spell. 40 plus 3 pro Level. Also da können wir das auf jeden Fall überschreiben. Ich meine, kostet wesentlich mehr Mana, schon klar, aber. So, euch werden wir eh gleich hier neu casten. Willst du auch solches Zeug? Meine hier. Ja. Aber ja, wie schon gesagt, dieses Refreshing, oder wie das heißt, dass es nochmal Ausdauer und dann zurückgibt, das wäre nicht schlecht.
Du warst der Heilungstyp, ne? Irgendjemand? War das gut, das gleich? Yes, Traveler? 200.000, was kostet, aber wir haben 300.000 Gold, ich meine. Ich meine, das können wir schon mal machen, ne? Ja, man könnte jetzt sagen, man steckt hier was rein, aber. So, jetzt sind die Jungs auch nochmal wieder ein bisschen aufgestiegen hier. Wir machen jetzt hier nochmal kurz Save und Exit. Ich will nur auf sicher so stellen, dass er nochmal alles hinhaut. Ja, nochmal einen wirklich richtigen Save, aber wie schon gesagt, ich denke, wie jedes Mal, wenn man an der Stadt rausgeht und so. Okay, also dann mal wieder rein. Step into the portal. Ah, wäre so ein Gegenständchen wohl. Oh, ein Healing Charm. Ja, braucht er mir nicht zweimal erklären. Den nehmen wir mit. Erstmal zwei Wege am Anfang. Okay, hat schon mal ein bisschen Fame wiedergegeben. Ja, also die anderen sind irgendwo da oben. Moment, was leuchtet hier so rot? Hier leuchtet was rot. Müssen wir kurz hier schauen. Treue Usat. Loading Mine. B-Minions. Und er mit Minions. Einfach nur Gegner mit Minions, okay. Ich weiß nicht, was das eine rote dort ist. Ein spezieller Gegner, so sowas. Ich denke mal nicht. Na gut. Oh, was ist denn jetzt los? Ah, ach, das war der hier. Okay, ja, das hat man nicht anders einen angezeigt, sondern okay. Nee, back the Corbang wollen wir nicht. You have sprung a trap. So, mal weiter hier. Das könnte einer von den Speziellen ja sein. Und seine B-Samurai-Minions, ne? Schaut, denke ich, auch mal zu.
Okay. Wahrscheinlich, weil er genau in so einer speziellen Position war und die dann also ein bisschen eingepfercht waren. The quest is completed. Interessant, dass er dann die Minions angeblich womit besiegen muss, aber eigentlich am Ende eigentlich diesen Gegenstand sucht, ne? Okay, Fate-Statuen. Mal schauen. You have triggered a trap. You are poisoned. Wir haben aktuell, wenn ich das richtig... Jungs, bitte kommt einfach halt mit her. Ja, geht doch. Eine plus 3 von den Attributen. Kommt er jetzt? Ja, ungefähr. Wir nehmen dann schon auch gleich die Statue mit, aber ich wollte erstmal hier. Also, die hält schon ein bisschen mehr. Ulzok! Okay, du bist bestimmt der Nächste. Unsere anderen Viecher machen da drüben auch irgendwas. Okay, ihn muss man nur besiegen und nichts zurückholen, offensichtlich. Ja. Ich hoffe, dass wir irgendwann darüber kommen, wahrscheinlich schon. Von hier aus möglicherweise erstmal nicht. Na gut, wir sind ja eh zu diesem Ausgang dahin. Lanker Grouper. 600 Sekunden. Okay, das ist schon ein bisschen besser. Und ein bisschen länger, sagen wir mal. Was mal zu Ende. Na gut. Da, was für ein langer Weg. Genauso gut jetzt schon einmal hier rausgehen und uns mal das andere noch herholen lassen. Also die Quest schon mal abgeben. Dann haben wir noch mal eine höhere Chance, etwas auf einer näher gelegenen Ebene zu finden. Aber das Bild ist mit den Sammenzeiten, oder gut. You enter the portal. So, dich haben wir schon mal abgegeben, ja. Hallo! Sehr schön. Level 13? Good day. Nee, 15 wollen wir nicht unbedingt. Ah! Achso, wir hatten ja gleich zwei fertig, ne?
You feel refreshed. Hier, das ganze Zeug kann man mal weg. So, das. Frostbeetle, ne, genau. Vampire Bat ist zu wenig. Schauen wir uns, da wollten wir nicht. Vier. Ja. Movement Speed. Spellcasting. Was macht sie hier? Charm Magic. Ich meine, plus 2 ist nicht so viel. Ne? Movement Speed ist okay. Hat man ja sonst eigentlich häufig bei Boots oder sowas. 4%. Ja, ich meine, ein bisschen schneller rumlaufen ist schon okay. Und ich meine, Spellcasting, wenn man schneller zaubert, es schadet nichts, wenn man das macht. Da werden jetzt dafür nicht so viel Geld ausgeben, aber. Ja. Naja. Wo ging es jetzt hier eigentlich wieder raus? Hier, genau. Das werden wir natürlich gleich mal einreichen hier, sozusagen, diese Heldengeschichte. Ja. So. Ah, genau, jetzt kriegt ihr auch neue Quests hier. A fine day. Ah, 14 ist okay. 14 ist doch okay. Well met. Ja. You have received a quest. Na gut, dann mal weiter. You step into the portal. Ich habe gesagt, die machen wir mal, bevor wir dann hier wirklich runtergehen. Kommt, Jungs, tut was, ich gehe doch einmal angeln hier. Zu spät, ja? Also aus meiner Sicht war der schon ziemlich nah schnell dran, aber naja. Korghul oder irgend sowas, ja, seine kleine Armee hier, das ist bestimmt einer, den wir brauchen. Kor-Agal, da wegen mir halt so rum. You have completed the quest. Geht doch. Ja, geht doch auch langsam ein bisschen hier wieder voran mit der Erfahrung. So extrem viel wird es jetzt hier oben gar nicht mehr geben. Ne? Macht ja nichts. Okay. Vampire Bat ist. Ja. Okay. Ein bisschen Heilung haben wir, ist zwar nicht so wichtig, aber. Also, jetzt müssen wir dann sowieso nochmal raus. Wir noch mal die Queste abgeben, bevor wir runtergehen. So.
Will you attempt fate? Also. Das ist mal nicht schlecht. Will you attempt fate? Ich dachte mit Artefakt, der Angel, ich habe Artefakt gelesen. Okay, und er kann sich heilen. Das ist nicht so gut. The spell could not be completed. Ob wir mit den Dingen das hinkriegen? The spell could not be completed. You feel refreshed. Okay, wir haben es irgendwie noch hinbekommen. Bevor jetzt die hier alle verschwinden. Okay, aber keine Attributsstatue. Na gut. You enter the portal. Your pet has grown more skilled. Ach, Pet. Ah, verstanden, your cat. Hello. Ah. You have received a quest. Doch noch ein Level 13. Gut. Was sagst du Schönes? I'm well known throughout these parts. Na, ein bisschen zu teuer, aber gut. You step into the portal. Na dann mal runter, ja. So, eine Aufgabe haben wir jetzt hier. Mini-Mantoids. Das bist du, ne? Also wir müssen auf die, hier zum Beispiel, wir müssen auf die gelben-grünen kleinen Kristallchen auf der Map ein bisschen mit achten. Schon vier davon, ne? Wahrscheinlich wieder so eine halbwegs offenere Map zu sein. Wo haben wir die aus der Entfernung gleich einsammeln können? Offensichtlich schon der Fischmann. Das war Shrine of Learning. Das bist du ja nicht zu verwechseln mit dem anderen Zeug. Oh, gibt es überhaupt Gegner oder ist der nur... The quest is completed. Na okay. Will you tempt fate? Kusum de Lad. Dachte schon, jetzt kurz bevor er besiegt war, wollte er nicht mehr getroffen werden, ne? Will you tempt fate? The War Chief. Na, gut, wir auch ein bisschen was. Ah, dann zeigt mal her, was wir hier haben. Nicht, dass das irgendwelche Waffen sind, die uns
in dem Sinne interessieren, aber. Wir haben doch gern mehr Geld. Du hast nie einen Flawless, oder? Obwohl, na, konnte schon sein, aber wahrscheinlich von so wirklich sowas relativ billigen, wie was wir jetzt haben, ne? Go fishing. Na komm. Oh. Will you tempt fate? Oh. Muss ich mal aufschreiben. Wir sind jetzt bei plus 6 von den Attributen mit den Schreinen. Also immerhin. Und hätten jetzt theoretisch natürlich genügend Stärke für diese Waffe dort. Fehlt allerdings noch Magic. Ja, und wir müssen natürlich jetzt mal wieder raus. Die Quest abgeben. Vielleicht kriegen wir ja gleich nochmal was.